Eine anständige Rhythmik zusammenzubekommen ist auf der Gitarre manchmal gar nicht so einfach. Und woran das liegt und wie man das ein bisschen verbessern kann, darüber wollen wir heute mal sprechen. Und damit herzlich willkommen bei Strugglecaster. Heute wollen wir uns mal ein bisschen das Rhythmusspiel angucken. In Ergänzung, sage ich mal, an das Trampicking, was ich vor ein paar Wochen euch gezeigt hatte, da mal ein bisschen tiefer reingehen, wie man das auch gut ins Rhythmusspiel mit einbauen kann und so Geschichten. Es muss ja nicht immer solieren sein, wenn man schnell spielt. Und in dem gleichen Zuge zeige ich euch noch eine kleine Übung, wie ihr das Rhythmusspiel, wie ihr so ein bisschen mit dem Rhythmusspiel variieren könnt. Vor allem in Sachen gepalm-muted, irgendwelche Powerchords oder beziehungsweise Saiten zu schrubben, sage ich jetzt mal, vom klassischen Maiden-Galopp bis hin zu diesem klassischen Power-Metal. Ich unterstreiche jetzt einfach bloß mal irgendwo so ein bisschen die Gesangslinien und es ist gerade mehr oder minder ziemlich nebensächlich, was ich spiele und ich spiele wirklich nur so einen Begleitrhythmus. Und das wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken, einfach um ein bisschen mehr Facettenreichtum in unser Spiel zu bringen und nicht immer nur irgendwelche langweiligen Achtelnoten zu schrubben oder Viertelnoten zu spielen, sondern einfach um besser aufgestellt zu sein, flexibler zu sein und dementsprechend auch interessantere Kompositionen komponieren zu können. Ich werde euch dazu wieder ranholen und dann schauen wir uns das Ganze im Detail an und dann erkläre ich euch, worauf man so ein bisschen achten muss, um das einigermaßen hinzukriegen. Die Übung ist wie immer skalierbar. Die Tabs gibt es unten in der Videobeschreibung zum Download. Ihr könnt mir auch gerne in den Kommentaren hinterlassen, was ihr davon haltet. Ich werde euch natürlich auch ein kleines Soundbeispiel mit zu den Tabs packen. Gibt es als Gitter Profile und PDF. Und dann geht's schon ab in die Übung. So, dann habe ich jetzt euch mal rangeholt und jetzt schauen wir uns das Ganze im Detail an. Ich hatte euch ja letztens das Trampicking so ein bisschen beigebracht, wie man einfach ein bisschen schnellere Anschläge macht. Immer schön locker aus dem Handgelenk. Und natürlich können wir das auch beim Rhythmusspiel benutzen. Wenn ihr zum Beispiel in eurem fiktiven Power-Metal-Song, sage ich mal, der Sänger gerade beschäftigt ist und im Vordergrund steht und fängt die ersten Verses an. Ihr kennt es vielleicht von Bands wie Stratovarius, Sonata Arctica und auch ja viele modernere Power-Metal-Bands, die dann einfach irgendwie so, sage ich mal, nur ein bisschen Geschrubbe drunter haben. Sowas hier zum Beispiel. Und genau das wollen wir uns jetzt ein bisschen angucken. Und zwar ist das gleiche Prinzip wie beim Tremolo-Picking, nur mit dem Unterschied, dass wir eben auch die Saite entsprechend muten. Wie man eine Saite mutet, wissen ja die meisten von euch schon, für die, die es noch nicht wissen. Wir legen quasi hier den Handballen mit auf die Saiten und zwar relativ weit hinten. Man kann da, sage ich mal, leichte Mutes machen. Und man kann dann auch ein bisschen stärker muten. Das ist dann letzten Endes Geschmackssache, wie ihr euch selbst ausdrücken möchtet. Das ist komplett euch überlassen. Und genau mit diesem Muten machen wir das Gleiche. Wir machen einen Wechselschlag, ungefähr so einen 45-Grad-Winkel mit dem Pick. Ich komme mal hier kurz ran, dass man das so sieht. Und ihr schlagt die Saiten, ich nehme jetzt hier in dem Beispiel mal die leere E-Saite, einfach im Wechselschlag an. Wichtig ist dabei, dass ihr die Hand locker lasst. Also ihr fangt jetzt nicht an zu reißen und strengt euren Arm an und verkrampft euch, sondern ihr macht das ganz locker aus dem Handgelenk. Und so könnt ihr dann das Tempo nach und nach steigern, genauso wie beim Tremolo-Picking und habt dann eben am Ende dann, sage ich jetzt mal, so diesen typischen 160, 180 BPM, das Geschrubbel. Und hier könnt ihr natürlich wie bei jedem Rhythmusspiel, zum Beispiel wenn ihr jetzt euch in A-Moll bewegt, dann auch entsprechend mit den Tönen variieren. Also ihr könnt dann sagen, jetzt fange ich erstmal auf dem tiefen E an, dann gehe ich aufs A, dann gehe ich aufs G zurück und dann meinetwegen aufs F. Und wenn ihr dann in C-Moll seid, dann könnt ihr das natürlich auch entsprechend dort in der Skala variieren. Also ihr spielt das quasi wie einen ganz normalen Rhythmus, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt jetzt hier irgendwie so. Könnt ihr natürlich auch. Das genau so spielen. Und
Das ist im Prinzip das ganze Geheimnis. Ich packe euch auch noch so ein paar kleine Patterns dahingehend in die Videobeschreibung. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten Thema. Und zwar ist das so dieser, ja, sag ich mal, Maiden-Galopp. Auf dem kann man recht viel aufbauen. Ich bin da selber noch nicht so gut drin. Also ich würde ihn gern schneller können. Ich kann ihn aber noch nicht so schnell. Und zwar ist das der hier. Und damit lässt sich eben rhythmisch viel gestalten. Da könnt ihr dann zum Beispiel sowas zum Beispiel machen. Und da werde ich euch auch ein paar Übungen zusammenpacken. Das Grundprinzip dieses Galopps sind eigentlich 3 Anschläge und 4 Zählzeiten in Form von Achtelnoten. Also ich habe hier runter, rauf, runter. Und dann eine Pause und dann fangt ihr wieder mit einem runter an. Diese Pause nutzt ihr dann, um nach dem letzten Abschlag mit dem Blick wieder nach oben zu gehen, ohne die Saite anzuschlagen. Das ist im Prinzip, ja, sag ich mal, die ganze Kunst. Das haben auch so Halloween in den alten Songs früher sehr gerne gemacht. Und wenn ihr das hochskaliert, übt es natürlich mit Metronom. Ihr hättet im Prinzip, dadurch, dass das Achtelnoten sind, zwei solche Durchläufe in einem Takt. Das heißt, wenn ihr jetzt auf 120 BPM spielt, spielt ihr das natürlich entsprechend langsam. Interessant wird es natürlich so ab 150, 160 BPM, wenn es dann halt wirklich schon schneller gespielt wird, weil es dann einfach diesen Galopprhythmus ergibt. Und hierbei gilt genauso wieder, ihr könnt damit in den Tönen entsprechend variieren, wie ihr lustig seid. Am besten immer innerhalb der Skala, in der ihr euch gerade befindet bei dem Song. Und könnt natürlich auch den Rhythmus dann ein bisschen ausweiten, nicht immer nur so zu spielen, sondern ihr könnt dann einfach sagen. Und weite das dann einfach aus, immer mit dieser Basis. Von diesem Galopp kann man eben entsprechend variieren. Ich werde euch da einige Variationen in Tabs zusammen machen mit so Ideen. Die könnt ihr, wie gesagt, in Anführungsstrichen auf jeden Ton legen. Das könnt ihr quasi in jeder Tonart auf jeden Ton spielen, wie ihr das möchtet. Ich werde die Übung der Einfachheit halber auf der leeren E-Seite machen. Also sprich, ihr werdet da immer nur Nullen sehen. Das sieht dann so ein bisschen aus wie so ein Gent-Riff. Aber ihr könnt da natürlich dann entsprechend variieren, wie ihr möchtet. Ich werde euch wie immer auch Audio-Files dazu packen, dass ihr euch das dann auch nochmal in Ruhe anhören könnt. Im Guitar Profile könnt ihr die Geschwindigkeit einstellen. Das hatte ich euch in meinem Video gezeigt. Oben einfach einen Doppelklick auf die BPM-Zahl, die neue Zahl eingeben. Da könnt ihr euch dann, wenn ihr Guitar Pro nutzt oder Tax-Gitarre oder so, um die Tabs zu lesen, könnt ihr dann das Tempo euch einstellen, wie ihr das haben möchtet. Und wenn ihr es dann abspielt, habt ihr dann natürlich dann auch die entsprechende Hörprobe auf der höheren Geschwindigkeit mit dabei. Ich hoffe, ihr interessiert euch für solche Übungen. Wenn ihr Bock auf so Rhythmusübungen habt, lasst es mich gerne mal in den Kommentaren wissen. Dann würde ich da ein paar mehr machen. Auch mal vielleicht ein paar komplexere Rhythmen als einfach nur immer, sage ich mal, einen Takt den Ton und so weiter. Und ein paar komplexere Workouts zusammen machen, um einfach das Rhythmusspiel, ja, sage ich mal, ein bisschen zu verfeinern. Ich sitze da selber momentan auch sehr viel dran, weil letzten Endes spielen wir ein Rhythmusinstrument und wir wollen natürlich dann auch entsprechend abliefern, sage ich jetzt mal. Und es soll ja in Anführungsstrichen professionell klingen und nicht einfach immer 0815 wie bei so einer, ja, 90s Punkband, so Green Day-mäßig, wo dann am Ende irgendwie alles gleich klingt, ne? Und von daher müssen wir natürlich mit der Rhythmik variieren. Und wenn ihr darauf Bock habt, lasst es mich wissen, dann bringe ich gerne öfter mal ein paar Rhythmusvideos und packe euch noch ein paar Übungen zusammen und so weiter. Das war's dann für heute auch schon wieder. Lasst mir gerne einen Like da, abonniert gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr benachrichtigt, sobald das nächste Video online geht. Ansonsten wünsche ich euch ein cremiges Wochenende und hoffe, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder.